15 Uhr am Dienstag, dem 12. Juli 2016. Hier meldet sich Berlin. Der DAX hat heute den Sprung über die 10.000 Punkte wieder mal gemacht. Jetzt wieder kurz darunter. Ein toller Tag, eine Stunde lang Live-Trading und Markttechnik zu machen, wie jeden Dienstag um 15 Uhr. Noch spricht Berlin. Jens Schanowski von Admin Markets. Ich darf Ihnen die ersten ein, zwei Minuten die Proforma-Dinge erzählen, wie Titel vom Webinar Live-Trading und Markttechnik. Sie sind noch eingeblendet. Wir legen direkt los, bevor dann gleich in wenigen Augenblicken unser Jochen Schmidt übernimmt, der Daytrader, der mit Ihnen die Märkte durchgeht, Ihre Fragen beantwortet und vieles weitere mehr. Gleich mehr dazu. Für alle, die das erste Mal dabei sind, zweite Folie bei uns immer, Risikohinweis. Es geht bei Admiral Markets immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch, egal ob Sie Optionsscheine sonst getradet haben oder betrachtet haben oder Hebelzertifikate oder Futures. Es ist identisch der Hebeleffekt. Multipliziert Ihre Gewinnmöglichkeiten, wenn Sie auf die richtige Seite vom Markt gesetzt haben. Leider aber, wenn Sie auf die falsche Seite vom Markt gesetzt haben, auch die Verluste. Ist deswegen nicht für jeden geeignet. Bevor Sie mit echtem Geld loslegen, starten Sie mit einem Demokonto von Admiral Markets, machen Sie mit der Handelssoftware, dem Hebeleffekt und allem weiteren mehr vertraut und wenn Sie sich dann sicher fühlen, gerne mit einem Echtgeldkonto starten. Execution only, bitte nichts, was Sie bei uns sehen und hören, als Anlageberatung missverstehen, das gibt es bei uns nie. Wir machen immer nur einen allgemeinen Marktausblick, gelten allgemeine Informationen. Wir können Ihre persönliche Lage dabei nie berücksichtigen, also bitte nichts als Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen missverstehen wollen. Kompletten Warnhinweis auf unserer Webseite, hier ist auch der Link in Blau hinterlegt, zum Anschauen, wenn Sie denn möchten. Der Hauptmoderator ist der Jochen Schmidt, damit Sie auch mal ein Bild von ihm haben. So sieht er aus. In einer Minute wird er dran sein. Sie dürfen sich aktiv mit Jochen unterhalten, in Anführungszeichen. Ton haben immer nur zum Sprechen die Moderatoren. Wenn Sie sich aktiv beteiligen möchten, dann bitte mit Ihrer Tastatur, Ihr Anliegen, Ihre Frage, Ihre Kritik, was auch immer schreiben. Und wenn es vor allem ein Thema ist, lesen wir Anliegen laut vor und Sie kriegen live im Webinar die Antwort. Wir haben hunderte von Teilnehmern, da gibt es immer Hintergrundgeräusche, deswegen ist der Ton für alle Teilnehmer ausgeschaltet. Nur die Moderatoren, das ist der Hintergrund, also aktives Beteiligen, bitte per Tastatur tippen, live im Webinar. Wenn Sie das YouTube-Video anschauen, dann können Sie natürlich nicht sich aktiv beteiligen, aber Sie wissen Bescheid, wenn Sie es mal zeitlich schaffen, live dabei zu sein, es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben über 10 Live-Webinare in der Woche, alle zum Live-Anmelden. Kostenfrei hier über den Link von unserer Webseite, wenn Sie denn mögen. Ja, und auch sonst spricht vieles für Admiral Markets. Einige Vorteile sehen Sie kurz eingeblendet, besonders natürlich im Juni und Juli mit uns Geburtstag feiern. Den DAX 30 CFD quasi kostenlos ohne Spread traden. Auch dazu finden Sie alle Details auf der Webseite admiralmarkets.de. Und wenn Sie mit uns sprechen möchten, per Telefon ist das möglich, Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Rund um die Uhr eine E-Mail an uns schicken oder den eben angesprochenen Kanal von YouTube, wo fast alle Webinare als Aufzeichnung wenig später verfügbar sind. Ja, das war es von mir. Damit sage ich Hallo Jochen. Was macht dein Blick auf den Markt? Du hast das Wort, du hast den Bildschirm, du darfst übernehmen. Ja, hallo Jens, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Traderinnen, liebe Trader. Heute begrüße ich Sie ganz, ganz arrogant mit einer Performance-Kurve. Nein, oder Sie wissen, es geht bei dem Live-Webinar nie um irgendwelche Performances oder Geldbeträge, sondern es geht um beständiges Trading oder wie man Trading-Ansätze verwirklichen kann. Nur, ich habe vor einiger Zeit gesagt, dass ich das Demo-Konto im Moment, was wir hier haben, ernsthaft trade. Und für alle, die jetzt mit den Augen rollen, ich weiß, es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen Demo und Echtgeld, gar keine Frage. Aber dennoch ist es für viele Anfänger zumindest sehr schwierig, auch ein Demokonto halbwegs in die richtige Richtung zu führen. Ich bin ja ganz glücklich über diese Performance-Kurve, die wir sehen, und will nur deshalb darauf hinweisen, man sieht hier diesen kleinen Ausrutscher von heute, wo es kräftig runtergeht. Hier die ganze Zeit hoch habe ich konstant mit einer Positionsgröße getradet, waren also gar keine Monstergewinne dabei, so alles relativ kleinere Geschichten, die sich aber hochsummiert haben. Und dann bin ich auf eine höhere Positionsgröße gegangen. In der Relation hat man natürlich auch dann ganz andere Performance-Kurven. Aber dennoch, auch wenn es runtergeht mit höheren Positionen, muss man auch wieder hochkommen. Und somit bin ich da sehr zufrieden. Ich gehe rüber zum DAX. Natürlich, ja, der Markt heute schlechthin. Und muss sagen, ich muss mir den Vorwurf gefallen lassen, dass ich nicht genug aus dem Markt holen habe können, aber bin jetzt einfach gerade ein Trauerfall in der Familie und ich habe unheimlich viel Organisatorisches zu tun. Ich bin halt morgen noch schön hier über das Vortageshoch mitgegangen, habe dann die Position bei plus 30 zugemacht und erst als ich wieder zu Hause war, bin ich wieder erneut aus der Korrektur Richtung der 10.000 gegangen,
konnte hier schön nochmal Punkte abgreifen, kam sogar, glaube ich, bis in diesen Bereich hinein und hat es mich aber mit der letzten Position ausgestoppt. Also eigentlich gar kein schlechter Tag, aber heute hat man echt nichts falsch machen können. So, und hinterher ist man immer schlauer und viele Leute nervt das auch, wenn dann einer sagt, ja, heute aber noch Geld verdienen müssen. Wenn wir uns den Markt genauer angucken, sehen wir eben folgende Bewandtnis, dass wir hier im DAX einen Aufwärtstrend am Laufen haben. Und der kam ins Leben spätestens hier oben bei der 9800. Also wer short war, und der hat da nichts falsch gemacht, wer short war, ja, der hat spätestens hier oben raus müssen. Und viele Leute gehen an solchen Stellen nicht raus, weil die sagen, ja, ja, der Markt, der tippt kurz an und dann fällt er wieder runter. Und manchmal ist es halt so, dass es der Markt nicht macht. Also man erkennt, der Trendaufbau gibt den Stop vor. Eine sehr, sehr interessante Geschichte innerhalb der Markttechnik, das noch verbandelt mit der Handelsausrichtung, die man hat, dann macht das alles relativ viel Sinn. Auch Seminarprogramm bei mir. Also was sehen wir? Wir haben einen super tollen Aufwärtstrend, hochgelaufen bis an die 10.000. Und das Problem jetzt generell im Webinar wird sein, wir haben schon eine gute Strecke hinter uns gebracht heute. Das heißt, wenn wir am DAX traden wollen, wären wir in einem weit gelaufenen Markt, der vor einer Hauptkampflinie steht. Das kann manchmal sehr bitter werden, weil die Kurse einfach nicht mehr die Kraft haben, rüberzugehen. Stattdessen würde ich heute fürs Webinar vorschlagen, wir gucken uns den Dow Jones genauer an oder versuchen dort Trades zu machen. Denn hier haben wir wirklich eine super Stelle. Man sieht es, ne? Untergeordnet Aufwärtstrend, schiebt sich rein in den größeren, könnte sich in den ganz großen schieben. Und die türkis-grüne Linie hier oben, beziehungsweise diese blaue Linie, ist das Allzeithoch. Und da stehen wir ein paar Zentimeter davon weg, an der 100er Linie, die 16,3. Und wir werden zur Eröffnung gucken, was wir da machen können. Ich gebe mal an der Stelle zurück zu dir, Jens. Genau, traditionell schauen wir gegen 15:30, wenn die US-Märkte öffnen, auf den Dow Jones. Aber auch jetzt schon eine Frage dazu. Servus an das ganze Team. Eine Frage zum Dow, zu dem schauen wir ja sicher später, schreibt der Teilnehmer. Wie kann es denn sein, dass der heute vorbörslich ein neues Allzeithoch markiert, während der DAX fast 2000 Punkte unter dem Allzeithoch ist, obwohl ja das Geld weiterhin sehr billig ist und genügend Liquidität vorhanden. Da sollte, da sein sollte. Und in den USA gibt es ja Zinserhöhungen. Das schreibt der Teilnehmer. Hm. Deine Antwort dazu. Ja, Gruß an den Wolfgang. Ich bringe mal eine recht flapsige Antwort. Was er schreibt, die Gründe, die er angibt, das sind seine Beweggründe, warum er, sage ich mal, nicht verstehen will, dass der Markt anders verlaufen ist, wie er sich vorstellt. Und deswegen ist gut, dass er die Frage stellt, denn er sieht an diesem Chart, dass es wohl Leute gibt, die anders denken wie er. Und das ist das große Problem bei allen Leuten, die fundamental herleiten wollen. Man möchte logische Zusammenhänge ergründen, weil man es in den Medien jeden Tag bis zum Erbrechen vorgesetzt bekommt. Und dabei wird immer eins vergessen, die Meinung, die irgendeiner hat vom Markt, spiegelt definitiv oftmals nicht das wider, was die Gesamtheit des Marktes macht. Denn es gibt viele Leute im Markt, ich bin zum Beispiel einer, der das, was er gerade sagt, überhaupt nicht sieht, überhaupt nicht weiß und dennoch tradet. Und bin ich also in den echten Futures drin oder wenn ich da jetzt drin wäre, würde ich genauso meinen Teil dazu beitragen, dass die Kurse steigen oder fallen wie jeder andere Trader auch. Und deswegen habe ich mich schon längst davon verabschiedet, meine eigene Meinung hergeleitet aufgrund von fundamentalen Daten oder von meinem Gerechtigkeitsempfinden oder logischen Empfinden auf mein Trading zu übertragen. Die Antwort war deutlich, sie war direkt, aber sie ist gut und nett gemeint und ich hoffe, der Wolfgang kann mit der Antwort was anfangen. Okay, Jens, ich gebe zu dir. Allgemeine Frage eines Teilnehmers kann ich schnell beantworten. Wo sehe ich denn, in welchem Zeiteinheit der Jochen Schmidt gerade ist? Sehen Sie an zwei Stellen. Naja. Erste Stelle ganz oben, mittig über den Chart. Da ist es so ein bisschen, man kann es sehen, markiert, welche Zeiteinheit man gerade ist und auch auf dem Tab-Überschrift, wenn das so die richtige Bezeichnung ist. Jeder Tab hat ja auch eine Überschrift, dann ist jetzt mal, und da steht halt Daily für Tageschart jetzt oder sonst halt für Stunde oder Minute. Vielen Dank für diese Frage, hiermit beantwortet. So, für alle nochmal, Sie dürfen sich aktiv beteiligen, Ihre Wunschmärkte, Ihre Fragen, wenn Sie etwas nicht genau verstanden haben, einfach mit Ihrer Tastatur sich aktiv beteiligen. Interaktiv gibt es so bei noch keinem anderen Wettbewerber im Forex- und CFD-Markt, den ich angeschaut habe. Das macht uns aus. Und deswegen direkt gehen wir damit weiter. Der erste Wunschmarkt für heute ist Brent. Brentöl, bitte. Mhm. Gerne. Und Jens, wenn du erlaubst, kommt noch eine andere Frage rein. Von der Anne, auch ein Gruß nach Hamburg. Ich möchte die kurz beantworten und wir gucken uns auch gleich Brent an, weil die Frage ist interessant. Hallo Jochen, es gibt immer mal wieder von dir den Verweis auf Marktpsychologie und die vielen anderen Trader, die den Kurs beeinflussen. Kannst du eine ungefähre Einschätzung geben, wie viel sich tatsächlich an der Kursgestaltung beteiligen und wie viele sich daran beteiligen? Vielen Dank dafür, ja, gerne. Also es ist so, ich kann keine Einschätzung bringen, wer in welcher Gewichtung im Markt unterwegs ist.
Man kann manchmal, wenn man Orderbucheinblick hat oder wenn man recht fit ist, auf den kleineren Zeiteinheiten schon sehen, wer gerade wie wo was macht. Aber es ist definitiv nicht nachvollziehbar. Es gibt zwar die sogenannten, jetzt ist mir gerade der Name entfallen, diesen COT-Report und so, wo man sehen kann, wie professionelle Hedger im Markt aufgestellt sind und dergleichen. Aber im Endeffekt ist der Chart, den wir sehen, die Gesamtheit der Teilnehmer. Und das runterbrechen zu wollen, wer denn jetzt, sage ich mal, besonders stark vertreten ist oder wer gar nicht vertreten ist, das ist auch gar nicht gewünscht. Und das geht auch, sage ich mal, über den Chart nicht. Und deswegen ist für mich der Chart nur das, was der Markt macht. Und der Markt sind eben alle. Egal, ob da Lieschen Müller einen falschen Knopf gedrückt hat oder ob irgendein Händler aufgrund irgendwelcher Vorgaben was zu tun hat oder ob da ein Privater unterwegs ist. Das ist mir wirklich egal geworden. Ich gucke, was der Markt macht und versuche eben meine Chance oder meinen Vorteil zu finden. Ja. Ich weiß, für viele, die am Anfang stehen, klingt das irgendwie wie Magie oder aber hat damit gar nichts zu tun. Ich sage es nochmal, es sind die Grundlagen, zumindest die Grundlagen der Markttechnik, die Grundlagen aller Börsentechniken eigentlich darstellt, ist die Markttechnik. Ich verweise auf mein Seminar, wer tiefer gehen will, haben wir 4 Tage Zeit, solche Themen zum Beispiel auch in Ruhe, wirklich mal in Ruhe und von Anfang bis Ende durchzusprechen. 29. Oktober bis 1. November, wer Interesse hat, ich freue mich drauf. Wir sind bei Brent. So, danke Jens für mein Intermezzo. Gut, wir sehen hier einen Aufwärtstrend, hat sich hochgeschraubt, hat den überlagernden Abwärtstrend, den dann nicht rausgenommen. Also der ist für mich immer noch intakt, der große Abwärtstrend. Auch wenn das, was wir gerade gesehen haben, sehr schöner Aufwärtstrend ist. So, und hier an dieser Stelle bei so einem weit gelaufenen Trend ist es nicht verwunderlich, ich sage es immer wieder dazu, dass eine Korrektur kommt. Keiner weiß, wann die kommt, keiner weiß, wie weit sie geht. Man erkennt auch, wie hier versucht wird, da reinzukaufen. Es wurde kein höheres Hoch gemacht, der Kurs geht runter, macht kein tieferes Tief. Sehr, sehr schön für eine Fortsetzung von dem Trend. So, und jetzt passiert das, wovon ich die ganze Zeit sprach, der Markt rutscht unter diese letzte Tiefzone. Und damit ist für mich eines klar, ich habe hier einen Abwärtstrend, und zwar einen korrektiven, der sehr schwankend ist. Wir hatten es angesprochen am Sonntagabend, ich warnte extra davor, ich glaube, war sogar ein Trend, dass ich sagte, hoppla, hoppla, passt auf, das kann sägezahnartig werden. Ja. Sägezahntrends sind nichts Schlechtes, man muss nur auf eine andere Art und Weise einsteigen. Also was erkenne ich, wir sind ja mitten im Korrekturhandel, wir haben einen Abwärtstrend gegen uns, also sprich, wenn ich jetzt long gehen möchte, auf die kleineren Zeiteinheiten runter, dann habe ich schlichtweg das Problem, dass ein intakter Abwärtstrend gegen mich steht. Untergeordnet habe ich allerdings einen Aufwärtstrend, da merkt ihr schon die Gegensätzlichkeit, in Anführungsstrichen jetzt der Trends oder der Zeitanhalten, und hier habe ich eine ausgedehnte Bewegung. Hier werde ich definitiv nicht long gehen, nicht um viel, nicht mal wenn ich Geld bekomme. Ja, gehe ich hier long, short gehen, ja, das müsste anders aussehen, damit man hier, sage ich mal, ja, in die Short-Richtung gehen könnte. Wobei nochmal, das hier ist ja nur ein korrektiver Abwärtstrend. Das heißt, es kann sehr, sehr schwankend werden. Das sehen wir hier auch. Wenn sich der Markt anders aufbaut, ja, könnte man darüber reden, ob wir doch nicht vielleicht in die Long-Richtung gehen wollen, aber im Moment nicht. Der Markt muss anders gestaltet sein. Den würde ich einfach beobachten wollen, wenn ich jetzt privat handeln würde. Okay, Jens, ich gebe zurück zu dir. Dann kommen wir zum Wunschmarkt Euro-US-Dollar, bitte. Jawohl, der Klassiker. Und dieser Markt ist schlichtweg für mich, zumindest von meiner Meinung her, eine mittlere Katastrophe. In dem mache ich überhaupt nichts. Man sieht, wenn man ein bisschen mehr rauszoomt, grüßen nochmal an den Wolfgang. Jawohl, danke. Ich freue mich, dass er meine Antwort richtig einordnet. Okay, also ein riesengroßes Gedöns hier. Sieht nicht gut aus. Es ist so simpel, wie es klingt, aber es ist einfach so. Es sieht einfach nicht gut aus. Natürlich, sage ich mal, kann man in so einem Markt auch traden, aber ich sage immer wieder dazu, wenn es andere Märkte gibt, die richtig flutschen, wie der DAX heute, wo man auch wirklich sieht, dass ein Aufwärtstrend am Laufen ist und zwar der Bewegungsschub von dem Aufwärtstrend, braucht man in solchen Märkten sich nicht verkämpfen. Wer dennoch kämpfen will, bitte sieht man das nicht mehr. Also, Abwärtstrend haben wir hier in diesem ganzen Gebilde. Das war nur die Korrektur. Hier geht die Trendbewegung wieder runter und die Trendbewegung verläuft so, dass ich wirklich freiwillig wegrenne. Ja, schaut es euch an. Man sieht, egal welche Richtung, es ist kein Druck dahinter oder wenn Druck ist, wird er sofort revidiert. Ja. Also das ist ein Markt, würde ich auch, wenn ich das so anschaue, da mache ich gar nichts. Man könnte höchstens versuchen, über die Vortageshochs und Tiefs zu kommen. In ganz klassischer Kurzfristmanier, 10 Pips und weg. Ja, das wäre eine Idee. Aber rein vom übergeordneten Bild erkenne ich hier einfach nichts. Seid mal nicht böse, der Markt ist in einem Abwärtstrend, jawohl, hier kann alles Mögliche passieren, der kann nochmal rutschen, der kann aber auch durchziehen. Und wir sind genau in dem Bereich, wo ich einfach gelernt habe, für mich zu sagen, also wenn ich nichts Besseres finde, würde ich den Markt dennoch nicht traden. Sorry. Zurück zu dir, Jens.
Ja, ein Teilnehmer hat gefragt wegen den IB Days, die immer von dem Michael Vogt auch veranstaltet werden, die relativ toll waren jetzt im Frühjahr, ob wir wieder dabei sind. Ja, wir sind dabei. Bei den Themen sind wir noch in der Findungsphase. Das wird im August oder September sein. Ich habe es gar nicht im Kopf, aber die ibdays.com werden Sie finden. Und ja, 2 oder 4 Wochen spätestens im Vorhinein werden wir dann auch fleißig nochmal drüber informieren. Aber die Frage kam, deswegen schnell die Antwort dazu. Hallo Jochen, es gibt ja jetzt die neuen Mini-Charts. Welche Timeframes nutzt du persönlich zusätzlich zum Hauptchart und warum? Ja, also ich nutze es hier im Webinar, habe ich im DAX den 10-Minuten-Chart drin. 10-Minuten-Chart ist für mich einfach ein Chart, den ich sehr, sehr gern sehe. Und muss aber wirklich sagen, es hat ja jetzt ein paar Jahrzehnte gedauert, bis ein MetaTrader jetzt mal einmal 10 Minuten sehen kann. Dank Admiral Markets, muss man echt dazu sagen. Den gucke ich gerne an, weil das für mich eine Zeiteinheit ist, die, sage ich mal, für meinen kurzfristigen Handel auf der Minute ideal vom überlagernden Bild ist. Normalerweise brauche ich jetzt diesen Minichart nicht. Ich habe zwei Monitore, also dass ich eben die höhere und die untergeordnete Zeiteinheit auf beiden Monitoren habe. Aber hier im Webinar haben wir eben nur einen Monitor wegen der Webinar-Software. Deswegen finde ich das super geschickt, dass man hier den Zehner einblenden kann. Ja, es ist ja immer die Frage, wie sagt man dazu, die Übereinstimmung der Zeiteinheiten in Anführungsstrichen von übergeordneter und untergeordneter, und das lässt sich sehr, sehr schön abbilden, finde ich, wenn man auf dem Tickchart unterwegs ist oder auf der Minute und dann eben den 10-Minuten-Chart darüber liegen hat. Ja. Ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten. Dann kommen wir bitte zum Wunschmarkt US-Dollar, japanische Yen. Ein Teilnehmer fragt dazu, ist der Trend im Daily-Chart USD/JPY bereits gebrochen? Jein. Es ist so, wir hatten den auch angesprochen am Sonntagabend und ich sagte, Short gehen, ja, macht man nichts falsch. Es ist ein Abwärtstrend, verwies aber extra darauf. Wir sind wieder an einer Stelle und in einer weit gelaufenen Geschichte, dass größere oder kräftige Anstiege nicht überraschen dürfen. Habe ich extra gesagt, habe auch gesagt, es ist gut, wenn der steigt, dann könnte man von oben nochmal runtergehen, aber spätestens hier machen wir nichts mehr. Und genau das ist passiert, wir haben einen Aufwärtstrend hier drin. Wie ich den verorte, ich sage es ganz offen, ich habe da auch meine Schwierigkeiten, dass ich jetzt sage, haben wir hier jetzt echt eine Wende drin? So, aber zumindest haben wir einen Aufwärtstrend, ja, in seiner Bewegungsphase, der über den letzten Punkt 2 hinweg ist. Richtig wechseln, oder dass der Trend richtig gewechselt hätte, würde ich jetzt zum Beispiel festmachen an dem höchsten Hoch hier oben. Aber bis dahin ist noch ein Weg. Aber man sieht, ja, es ist wirklich top gestaltet hier. Die Bewegungsschübe sind ganz, ganz schnell und stark, so wie ein Trend gestaltet sein muss. Und übrigens eine ganz seltene Geschichte auch im DAX, dass wir einfach ein klassisches 1, 2, 3 sehen. Was also nicht beginnt, nochmal hier runter und hin und her zu machen, sondern richtig was durchmarschiert. Ja. Von dem her gesehen, ich wäre jetzt im US- oder Japanische eher auf der Long-Seite zu finden. Muss aber dazu sagen, ich habe hier keinerlei Bewegungszonen mehr vor der Nase. Also und auch schon einen weit gelaufenen Tag. Ja. Das heißt, es müssten hier wirklich Top-Signale sein, dass ich jetzt in den Markt noch long gehen würde. Ich weiß, viele Anfänger verstehen das nicht. Die sagen dann, ja, dann geht doch short. Oder manche sagen, ja, aber mach doch nichts, dann geh doch einfach long. Und ich sage dazu, nein, 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 es geht ja nicht darum, was ich mir wünsche und dass ich Terror-Trading mache und Kohle, Kohle, Kohle ziehen möchte, sondern ich bekomme die Kohle über die Qualität in meinem Trading. Also geht meine eigene Handelslogik vor und da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, in den weit gelaufenen Markt hineinspringen, der vor allem in einer ausgedehnten Bewegung ist, das ist wirklich, das darf man machen, wenn man ganz am Anfang steht, aber nicht nach 10 Jahren. Deswegen, es leid mir tut, nein, hier mache ich definitiv nichts und wenn er mal schlagt, ja. Und wenn der Markt weiterrennt, ist mir völlig wurscht. Wir werden sehen, wie der Dow reagiert. Das sieht besser aus. Da habe ich einfach eine bessere Ausgangsbasis rein vom Chance-Risiko-Verhältnis. Ja. Aber ich könnte mir schon vorstellen, im US- oder Japanische, wenn der sich hält, also wenn er nicht in sich zusammenfällt, dass der durchaus weiterdrückt. Ja. Und dann könnte man vielleicht am nächsten Tag oder so oder morgen, wenn irgendwann eine Korrektur mal gelaufen ist, nochmal versuchen, nach oben zu kommen. Aber eins dürft ihr nicht vergessen, noch ist für mich hier dieser Abwärtstrend entscheidend, ja. Ich weiß, es gibt viele Trader, die würden sagen, Jochen, guck mal, wir haben ja schon längst einen Aufwärtstrend, der ist hinüber. Ich sage, ja, lass uns mal gucken, wir werden es ja sehen, sage ich mal, wie der Markt, je weiter er steigt, an Momentum verliert oder gewinnt. Ja. Aber im Moment, ihr seht es hier auf dem Fünfer, tut mir leid, da gehe ich nicht mehr long, definitiv nicht. Gut, Jens, ich gebe zu dir und check auch kurz unseren Dow. Ja, wie ein Teilnehmer geschrieben hat, Dow neues All-Time-High, DAX 2000 Punkte entfernt. Was hältst du von einer mittelfristigen Long-Strategie für den DAX, wenn wir nochmal zum DAX kommen? Ja, also wenn ich so anschaue, sage ich, nein, nichts mittelfristig. Im Kurzfristigen kann man sich ja sehr gut bewegen wie ein Fisch im Wasser. Nochmal, ihr wisst, ich bin nicht hauptverankert der Swing Trader, das bin ich nicht.
Also ich mache Swing Trades nur dann, wenn ich wirklich astreine Signale habe und das hängt von verschiedenen Faktoren ab, die ich im DAX nicht habe. Ja, für mich ist dieser Aufwärtstrend, der hier lief, war immer nur die Korrektur. Was runterkommt, hat für mich einen Abwärtstrend gemacht. Übergeordnet aber immer noch einen Abwärtstrend. So, das heißt, wenn das Ding hier durchzieht, soll es mir recht sein. Aber im Moment würde ich hier nicht long gehen wollen, weil ich könnte mir vorstellen, der wird vielleicht in diesem ganzen Gedöns, kann der gut nochmal richtig rutschen. Ja. Dann könnte man sich überlegen, ob man was macht, aber außerdem, wir bewegen uns da hart am Rande der Anlageberatung hier, wenn ich jetzt sage, ja, kräftig reinkaufen und so mittelfristig ist super, super Geschichte. Also ich habe hier für mittelfristigen Trade kein Signal. Ich weiß auch wiederum für viele, die neu dabei sind, man unterscheidet von der Haltedauer eines Trades ausgehend, selbstverständlich auch, wo der Stop liegen muss, wie das Risiko gestaltet sein muss und natürlich auch die Signale in ihrer Ausformung und in ihrer Häufigkeit. Und wer Swing Trades machen möchte, hat eigentlich sehr wenig zu tun. Ja, ist ein sehr eleganter Handelsstil, aber weil er wenig zu tun hat, kann er auch länger warten, dass er gescheite Signale bekommt. Wir haben zwar einen Aufwärtstrend hier drin, aber noch ist der nicht durch. Und deswegen, ich rechne hier immer mit kräftigen Gegenläufen. Ihr kennt mich, wenn die nicht kommen, habe ich auch kein Geld verloren. Aber wenn sie kommen, kann man da ganz, ganz entspannt bleiben. Und das schnelle Daytrading liegt mir halt sehr, sehr am Herzen, gerade wenn ich solche Marktkonstellationen habe. Wir werden Swing Trades machen, wenn wir gut gestaltete Trendwechsel haben oder so. Dann können wir mal gucken, ob wir da was machen wollen. Und dann muss man halt auch das Webinar erwischen, dass man da richtig reinkommt. Ja. Okay, Jens, ich gehe wieder zu dir. Die weltweiten Indizes sind heute stark gefragt. Auch ein Blick auf den Nikkei ist gewünscht. Okay, den muss ich laden. Und wir dürfen den Dow nicht verbrabbeln. Jens, musst mich daran erinnern. Okay, wo ist er? JP225 ist das. Nee, es läuft aber wirklich was. Also in den Indizes, muss man wirklich sagen. Amerikanische und deutsche Indizes und auch im Japanischen, lass uns die Sache mal angucken. Also ich sehe hier schon, wir haben einen Abwärtstrend nach wie vor, auch wenn viele Leute das nicht glauben mögen, wenn solche tollen Anstiege zu sehen sind, ja, die können weitergehen, aber für mich ist die Trenddefinition viel wichtiger als meine eigene Meinung. Und hier sehe ich halt nichts anderes als einen Abwärtstrend in der Korrektur. Der Abwärtstrend selber ist auch nur die Korrektur vom ganz großen Trend. Schauen wir uns den einfach mal an. Ja. Und hier sieht man, also hier Aufwärtstrend, ne? Verzeihung, Abwärtstrend und jetzt ist hier Totschlagsmarkt angesagt. Das ist schlichtweg eine Phase, wo wir sehen werden, ja, was dabei rauskommt. Entweder macht er wirklich nochmal in Richtung des großen Trends oder er macht halt so weiter und rutscht irgendwann weiter ab. Ja. Ist eine klassische Stelle, sehr, sehr interessante Stelle, bilderbuchmäßig hier gestaltet. Aber nochmal auf der Trendgröße, auf der ich handle, wir sind jetzt hier auf dem Daily, da steht er wirklich an einem deutlichen Korrekturhoch oder marschiert in diese Richtung, untergeordnet haben wir auch schon Aufwärtstrend drin. Könnte schon sein, dass er den rausnimmt, ja. Ja, gar nicht mal so schlecht. Ja. Dann müsste man gucken, wie es weitergeht. Ich schraube mich da ein bisschen mal runter bei dem Markt auf die Stunde und habe auch wieder das Problem, ich habe einfach eine riesen Bewegung. Und wenn es einen Fehler gibt, oder ich sage so, wenn ich einen Fehler gemacht habe, lange, lange Zeit in meinen Anfängen, dann war es der, dass es mich frustriert hat, dass das alles ohne mich lief. Was machst du dann? Springst du oben rein, sagst, ah, der muss noch weitergehen. Und genau das mache ich nicht. Ja. Da habe ich die miesesten Verluste gemacht und das sind richtige Dummbatz-Fehler. Die Party ist gelaufen ohne mich. Ja. Entweder bekomme ich ein gescheites Signal oder ich muss es lassen und eben sagen, gut, ich komme an einem anderen Tag wieder, wenn sich Chancen bieten. Ich kann nicht jeden Tag Monstergewinne machen. Und es gibt auch, sage ich mal, Tage, wo trotz Monster-Punkteläufe du als Trader auch nicht reinkommst. Das habe ich so oft erlebt, deswegen kann ich hier ganz locker sagen, tut mir leid, ich will hier nicht mehr long gehen, beim besten Willen, nein. Auch wenn der Aufwärtstrend ja alles intakt ist, alles schön, ja. Natürlich kann man im kurzfristigen Bereich vielleicht kurz mal aus der Korrektur nochmal versuchen, nach oben zu gehen, aber irgendwie ist es ausgelutscht. Mir gefällt der Dow in der Hinsicht besser. Ja. Schaut mal, ja, ich habe wieder einen Frosch im Hals, sorry. Wir haben hier nämlich einfach auch nicht mehr die frischeste Geschichte vom Lauf, aber ich bekomme das, was ich sehen möchte, nämlich einen Zwischenhalt. Und ich habe ein Stützungslevel im Rücken, das ist die 18.300. Ja, der kann leicht runterrutschen, würde ich versuchen, nochmal reinzugehen oder nachher zur Eröffnung versuchen, long zu gehen. Leute, bitte tradet nicht nach, ja, dafür ist das Webinar nicht gedacht. Denn nochmal, hier oben liegt das Allzeithoch, 18.360 auf diesem Chart. Und ich könnte mir gut vorstellen, weil ein intakter Aufwärtstrend ist, dass der Markt das nochmal ansteuert. Deswegen, das ist für mich ein gutes Signal, auch wenn jetzt hier auf dem 15-Minuten-Chart
wirklich jetzt nicht berauschend, es ist einfach eine Seitenphase ohne Gnade. Ja. Deswegen müssen wir nachher gucken, wie wir reinkommen. In 5 Minuten ist es soweit. Schauen wir mal, wie wir da vorgehen können. Okay, Jens, ich gebe wieder zu dir. Eine allgemeine Frage an dich. Hallo Jochen, wenn du einen Einstieg im 1-Minuten-Chart suchst, wartest du auf eine Kerze, die in deine Richtung aus der Korrektur zeigt? Oder springst du einfach rein? Habe immer das Problem, dass die Position meist nach meinem Einstieg erstmal gegen mich läuft. Ja, das ist ein altes Problem. Das ist wiederum schwierig zu beantworten. Man müsste sehen, wie er tradet oder wie er es herleitet. Ich sag mal so, derjenige sieht ja oder anhand der Aufzeichnungen von den Webinaren, wie ich oft handle. Also man darf auch eins nicht vergessen, wenn er jetzt zum Beispiel einen Markt hat, wo das Spread extrem auseinander ist. Ich bin oft überrascht, wie viele Trader im kurzfristigen Bereich auf der Minute unterwegs sind, in Märkten, die sehr, sehr hohe Spreads haben. Dann darfst du dich nicht wundern, dass deine Ausführung aufgrund des Spreads natürlich weit weg liegt. Das ist das eine Problem, typisches Anfängerproblem, Ask, Bid, Kurs zustande kommen, kennt man nicht, aber man will. Und das andere ist halt wirklich das, der Handel aus der Korrektur wiederum. Ja, das ist so eine Geschichte, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, es gibt eigentlich zig Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und diejenigen, die Webinare öfters verfolgen, merken ja, es ist nicht immer der gleiche Hergang, wie ich das versuche zu machen. Manchmal ist es eine reine Intuition. Aber nochmal, er sollte versuchen, aus der Korrektur zu kommen. Bestes Beispiel, ich kann hergehen und sagen, alles klar, ich springe jetzt hier in den Markt, weil ich mir vorstellen kann, der macht einfach sofort zur Eröffnung die Biege nach oben. Das wäre die eine Möglichkeit. In dem Moment ist aber eines auch klar, wenn ich so handle, wo lege ich den Stop hin? Hier drunter? Passt die Differenz? Wenn sie passt, kann man so handeln. Aber ehrlich gesagt habe ich gar keine große Lust, dass ich erstmal volle Kanone vielleicht einen Gegenlauf kassiere. Jetzt kommt die andere Variante, dass man sagt, ja wunderbar, dann warte doch ganz einfach, klicke hier unten eine Limit-Buy rein. Wer sagt aber, dass der Markt da runterkommt? Und das ist genau das Problem. Ein Lösungsansatz liegt manchmal darin, dass man versucht, die Positionen zu splitten, dass man eben sagt, ja komm, ich mache eine kleine Position drüber, per Stop-Buy, was soll's. Wenn er da hochläuft, mich einstoppt und dann nach unten kracht, verliere ich nicht viel. Oder man macht es einfach so, dass man wirklich genau hinschaut, braucht man halt viel Erfahrung und dann abdrückt, ja, in dem Moment, wenn es drauf ankommt. Ja. Also man merkt schon, da könnte man wirklich 5 Stunden drüber reden, wie man versuchen kann, aus der Korrektur in den Markt zu kommen. So, was hier am Dow läuft, das ist gut, das gefällt mir, das soll ruhig runterkommen. Und man könnte zum Beispiel eines machen, dass man einfach hergeht, wie schon gesagt, man macht eine Buy-Stop-Order, das ist für mich nie die ideale Geschichte. Also bei Stop-Buys oder Stop-Sales mag ich nicht sonderlich. Wir haben es oft genug gesehen im Webinar, aber wenn ich unbedingt rein will in so einen Markt, bleibt mir manchmal nichts anderes übrig. Nochmal, ich will da rein. Also wenn ich jetzt gestaffelte Limits drunter lege, das ist eine sehr elegante Geschichte, bloß kann es sein, der Markt läuft mir weg. Also wenn ich unbedingt rein will, muss ich einen Tod sterben. Mir wäre es das Liebste, der rutscht runter, und ich kann einfach diesen Stop-Buy mit runterziehen. Das ist eine ganz alte Technik, ja, innerhalb des Tradings, dass man dann versucht, in so einen Markt reinzukommen. Oder dann, sage ich mal, wenn es mich rauswischen sollte, seht mal, ne, ihr seht, der Stop liegt jetzt genau da, wo eigentlich der perfekte Einstieg wäre. Ja. Also wenn der Markt rutscht, kriege ich einen Vollverlust, das muss echt nicht sein. Ja. Und das ist ja die große Problematik im Trading und da kann man lang drüber reden und es kommt immer sehr darauf an, wie der Trend ausgestaltet ist, wie das übergeordnete Bild ist, die Erfahrung des Traders, sein Bezug zum Geld, zum Money Management, seine Psyche und natürlich Achtung seinem Handelsstil, ja, also die Zielausrichtung eines Trades. Gut, wir haben noch 2 Minuten. Jens, ich würde vorschlagen, wir bleiben einfach bei dem Markt. Genau, wir bleiben da auch. Da gibt es nämlich auch noch viele weitere Fragen. Wir haben heute viele Fragen. Vielen Dank dafür. So, machen wir bitte weiter. Gut. Ein Teilnehmer schreibt zum DAO, könnte man antizyklisch auch hergehen und sagen, ich gehe jetzt mit geringem Risiko short, weil der DAO schon gefühlt 50 Mal an der 18.300 gescheitert ist? Ja klar, natürlich kann man das machen. Selbstverständlich kann man das machen. Die Betonung liegt wirklich darauf, ist er bereit, das auch dann verlieren zu können, was er riskieren möchte. Und dann darf aber eine Frage gestellt sein, was erwartet er in dem Moment, wenn er so einen Trade macht? Man kann ja nicht sagen, einer macht einen falschen Trade. Falsch ist ja, das wird vielleicht das Thema sein bei den IB Days, Trading Failure und so. Das ist ja immer so eine Geschichte, wer jetzt zum Beispiel hier short geht und der Markt wirklich nach unten kommt, der macht ja alles richtig. Also ist die Frage, gibt es ein Signal dafür, gibt es einen Grund dafür, er hat den Grund genannt, ne, der ist ja schon gefühlt 1000 Mal an dieser Marke hin und her gelaufen und somit, wenn er von oben versucht, dann short zu gehen, macht er nichts falsch, wenn der Trade aufgeht. Ich könnte mir allerdings vorstellen,
dass der Markt versuchen wird, dieses Allzeithoch anzuhandeln. Wir sind auch nicht mehr frisch in der Bewegung, ganz klar. Ja. Aber das wäre jetzt einfach so meine Vorgehensweise. Und für mich wäre die Geschichte eigentlich gegessen, wenn der wirklich unter dieses Tief hier unten rutscht, bei der 18.269. Achtung, jetzt kommt die Eröffnung rein. Schauen wir mal. Jo, ich eröffne hier Market, mache die Limit raus. So, und jetzt muss er ziehen. Er muss ziehen und wenn er das nicht macht, werde ich sehr, sehr schnell wieder gehen. Ja, das gefällt mir nicht. Dieses Innehalten gefällt mir nicht. Aber noch ist der Trend intakt, ja. Und ehrlich gesagt, ich hasse es, wenn der Markt seine Eröffnung so ein Verhalten hinlegt. Okay, aber es ist live und das ist gut so, ja. Also man sieht, ne, kurz angestiegen, jetzt wieder nicht mehr. Das kann ein Alarmzeichen sein, die ganz Vorsichtigen beginnen zu sagen, okay, ich kann mich eigentlich jetzt schon von Teilpositionen trennen, kommt darauf an, dass ich handeln möchte. Also ein Trader, der zum Beispiel sagt, ich möchte eigentlich nur einen Dip darüber kommen, zack, und werde aus dem Markt gehen, der würde vielleicht jetzt schon nervös werden, beziehungsweise sagen, ich verkaufe Teilpositionen ab, das Risiko ist mir schon zu hoch. Hier versuche ich eines, ich möchte abwarten, ob er es über diesen Hochbereich schafft. Das wäre nicht schlecht, wäre nicht das Schlechteste. Und wenn er jetzt noch ein bisschen Druck bekommt, könnte ich mir vorstellen, er macht es nach oben durch. Das ist ja klasse. Ja, es wird zumindest versucht. Man könnte auch sagen, komm, ich kann auch hier hingehen mit dem Stop. Wobei das in dem Markt, der ist nicht richtig fluffig. Ja. Ihr habt hier einfach Schwankungen drin, dass wenn man sehr eng mit dem Stop jetzt arbeitet, dass man auch extrem schnell rausfliegt. Deswegen, ich lasse den dort, wo er hingehört, wo er ursprünglich lag. Wir müssen einfach abwarten. Es hilft alles nichts. So. Ja. Na, wow, ist das spannend. Okay, der will nicht. Ich hau zwei raus, ich gehe ganz raus. Das gefällt mir nicht. Lieber mache ich einen Wiedereinstieg und bin da auf der Lauer. Aber das gefällt mir überhaupt nicht. Und das ist genau der Punkt, Achtung, das macht man ja gerne, wenn man jetzt von dem Signal sehr überzeugt ist oder von der Möglichkeit, von der Chance sehr angetan, dass der Markt nach oben ziehen könnte. Ein ganz wichtiger Punkt, man sollte sich nicht verbeißen. Nicht verbeißen. Es ist völlig egal, ob der Trade da durchgeht oder nicht. Versteht ihr? Es ist ein Trade von vielen, von Tausenden. Ja? Deswegen, man darf sich nicht verbeißen. Ist leicht gesagt, ich weiß, manchmal passiert es auch mir, dass ich, und ich merke es gar nicht, dass man einfach versucht, irgendwas krampfhaft herbeizuführen. Aber nochmal, wenn der nicht will, habe ich jede Freiheit zu sagen, adios, ich mache mich vom Acker. So, jetzt würde ich... Oh. Aber es war jetzt wirklich so eine träge Eröffnung, also so an seine so lange träge Eröffnung habe ich schon lange nicht erinnert. Jo, aber das ist der Markt und der Markt ist nie gleich. Deswegen wehre ich mich ja so, wenn die Leute sagen, ja, aber nach meiner Statistik müsste jetzt das und das kommen. Und ich sage halt jedes Mal, das ist schön, wenn jemand nach Statistik arbeiten kann oder wenn er sehr darauf vertraut. Ich bewerte das nicht, aber für mich macht das keinen Sinn. Der Markt ist jedes Mal anders. Und deswegen, alles, was wir im Leben lernen, was mit Routine zu tun hat oder mit bestimmten Logiken zu tun hat, mit Gesetzmäßigkeiten zu tun hat, ist in diesem Geschäft die meiste Zeit nicht lösungsorientiert oder nicht hilfreich. Es ist sehr, sehr schwer, jemandem rüberzubringen, vor allem, wenn er ganz am Anfang ist und eigentlich keine Erfahrung hat. Ja, der glaubt es einem nicht. Trader, die schon länger dabei sind, die glauben es einem gerne. So, ich bin also nochmal wieder eingestiegen. Bin jetzt 10 Punkte vorne. Und ja, Herrgott, warum will er denn aber jetzt? Aber würde ich nicht partout darüber. Also ich ziehe einen Stop jetzt doch ran. Egal, ob der ruckig ist oder nicht. Aber wie schon gesagt, ich habe überhaupt keine Lust, Vollverlust zu kassieren. Wiedereinstiege kann ich locker machen, das seht ihr. Es passt, das würde ich auch privat so machen. Ja, hat jetzt nichts mit Demo zu tun oder so. Und es ist halt wichtig, er muss die nächste Minute muss er darüber. Sonst werde ich Teilpositionen nehmen, direkt am Hoch. Also ich schmeiß mal zwei raus. Damit habe ich jetzt die Kosten gedeckt, den kleinen Verlust von vorhin so halbwegs ausgebügelt. Okay. Mit dreien sind wir noch drin. Wenn er weiterläuft, gibt es einen netten Trade. Lass uns das angucken. Ja, also ihr könnt wirklich, wenn er es packt, darüber zu kommen, wäre nicht schlecht. So, auf den Fünfer gehe ich zurück. Der 1-Minuten-Chart ist echt eine Krankheit. Schaut euch das mal an, ja. Jetzt kommt ein bisschen mehr Leben rein, aber so richtig fluffig ist er nicht mehr. Das war früher mal, ja. So,
Und deswegen, ich gehe mal zu dir, Jens, wenn da Fragen da sind, weil ich stiere jetzt schon viel zu lange auf den Markt. Das ist nie ein gutes Zeichen. Je länger ich da drauf gucken muss, desto weniger wird es was. Okay. Aber wirklich lange nicht so eine träge Eröffnung im Daumen mitgemacht. Es gibt viele Fragen. Warum ist Jochen nicht auf eine Minute gerade unterwegs? Ganz einfach. Mir ist das hier viel zu dünn. Das bringt mir überhaupt nichts, sag ich mal, auf der Minute jetzt gerade herumzumachen. Ich bin hier auf der höheren Zeiteinheit und kann den Minutenchart genauso sehen. Ja. Also bitte jetzt nicht verwundert sein. Es ist immer nur ein Kursaufbau, es ist eine Time in Sales. Ob ich jetzt auf dem Fünfer bin oder auf dem 15er, ist mir egal. Ich habe hier eh, sage ich mal, eine Strecke, eine weitere Strecke vor mir. Da muss ich nicht unbedingt auf dem 1-Minuten-Chart oder Tick-Chart unterwegs sein. So, jetzt zieht der Markt drüber. Wir sind immer noch mit rein drin. Gar nicht mal so schlecht. Ja. Und er kriegt wirklich keine Fahrt. Ja. Gut, dann machen wir das anders. Einmal geht nochmal raus. Jetzt habe ich Gewinn. Also ich bin da völlig schmerzfrei, Leute. Ich sage es euch ehrlich, oft genug ist es so, dass ich zu früh aussteige. Ja, ich weiß. Oft genug ist es so, dass man deswegen keine Monstergewinne nach Hause bringt. Aber ihr habt die Performance-Kurve vorhin gesehen. Und diese Performance-Kurve beruht rein auf dem Trade, den ich gerade mache, der mir so egal ist, weil er einer von vielen ist. Dann habe ich eben viele kleine Gewinne und das summiert sich und da kann man sehr schön vorankommen. Und natürlich die Verluste extrem klein und konzentriert gehalten. Und das ist das ganze Geheimnis. Man braucht Jahre dafür, ehrlich gesagt, ja. Oder ich habe zumindest Jahre dafür gebraucht, um das so handeln zu können. Und ab und zu, ohne dass du es weißt, ohne dass du es bestellen kannst, trotz Wünsche ans Schicksal oder ans Weltall, kriegst du mal einen Monsterlauf ab. Und der versüßt das Ganze und lässt sich halt schneller dein Geld verdienen. So, ich ziehe hier auf Einstand, der muss jetzt laufen oder sterben. Ist mir wurscht, ja. Okay, Jens, ich gehe wieder zu dir. Dann schauen wir auf den S&P bitte in Verbindung mit dem Dow. Die Frage eines Teilnehmers lautet nämlich, wie bestimmen Sie das Potenzial eines Trades, wenn er über dem All-Time-High läuft? Vergleiche Dow und S&P. Ja, also ich sage mal so, das Potenzial hier ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, schon vorbei. Ich weiß, so viele, die schlagen jetzt die Hände über den Kopf zusammen und sagen, wieso denn? Hier ist doch ein Trend am Laufen. Stimmt, aber alles, was überm Hoch ist, aber also dann werde ich einfach vorsichtig. Der hat schon noch Potenzial nach oben zu drücken, klar doch, ja. Aber eigentlich, wer längere Zeit tradet, weiß von da unten nach oben. Das ist das Salz in der Suppe, wenn man da reinkommt, ja. Und ich sage mal so, ich meine, wenn der Markt weiterzieht, haben wir hier echt die Fortsetzung von diesem Uralt-Trend, der kein Ende nimmt. Ja, und viele Leute sagen, ja klar, der kann ja gar kein Ende nehmen, wegen den Zinsen und wegen den ganzen Geschichten. Nur sage ich halt immer wieder, ja, aber hier schaut mal, ja, da haben die Zinsen wohl dann doch nicht, waren das Hauptargument. Also lange Rede, kurzer Sinn. Potenzial, wenn ein Markt über sein Hoch- oder All-Time-High geht, ist da natürlich, dass der Bewegungsschübe entwickelt. Aber je weiter das geht, desto vorsichtiger werde ich. Und schauen wir mal kurz den S&P an. Also S&P ist jetzt für mich kein Markt, in dem ich schnell handeln kann, rein, raus kann. Ich habe da eher eine Stunde oder so Haltedauer. Oder genauso wie im Bund, den gehe ich auch nicht unter der Stunde an. Und da muss ich halt auch eins sagen, natürlich, ich kann jetzt reinspringen und Stop da drunter legen. Okay, das könnte ich machen, in der Hoffnung, dass der einfach weiteres Potenzial entwickelt. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, macht mich das nicht sonderlich an. Ja. So in laufende Bewegungen reinspringen, das irgendwie geht es gegen meine Berufsehre. Hat echt nichts damit zu tun, dass ich jetzt Angst hätte, einen Verlusttrade zu machen im Webinar oder irgendwie sowas. Manche Leute denken, das ist total, aber es geht gegen meine Berufsehre. Hier so ist es gut, wenn man in den Markt reinkommt, weil hier habe ich ein gewisses Potenzial, ja, dass der noch weiterziehen kann, auch wenn er leichte Korrekturen hinlegt. Wenn ich hier oben reinspringe, habe ich gar keine Chance. Weil wenn er dann abschmiert, dann kriege ich es voll zwischen die Ohren und ich mache das Geschäft schon so lange, dass ich solche Trades eigentlich nicht machen möchte. In Ordnung. Jens, ich gebe zu dir. Dann kommen wir zum Wunschmarkt Cable, GBP US-Dollar bitte. Ja, gerne. Und hier sehen wir einfach einen Abwärtstrend nach wie vor, ja, der läuft. In der Bewegung geht in die Korrektur. Die Korrektur zieht hoch, wenn es keinen Morgen gäbe. Kommt direkt in den Bereich an, wo der eine oder andere wieder Short gehen könnte. Gar nicht mal so uninteressant. Wer Long gehen will, ich sage nochmal, natürlich kann das gut gehen, dass der Markt einfach durchzieht. Okay, ja. Aber ein Signal für Long habe ich nicht. Im Gegenteil, ich habe eine der schlechtesten Stellen, um Long zu gehen. Und oft genug im Trading ist es so, dass wenn jemand sagt, ah, es ist die schlechteste Stelle oder die beste Stelle, dass genau das Gegenteil dessen rauskommt. Ja. Deswegen, man muss einfach schauen, auf was vertraut man oder nach was richtet man sich denn aus. Für mich ist es schlichtweg der Trendaufbau. Wir haben im übergeordneten Bild gesehen, wir sind nur in einer Korrektur und die Korrektur kommt in den Bereich an, wo der eine oder andere wieder short gehen könnte. Und wir sehen ja,
Hier ist zwar immer noch ein Aufwärtstrend am Gehen. Man sieht es. Die Tiefs sind immer noch höher. Schön. Für Short gehen, ich weiß nicht, würde ich die Trendgrößen überspringen. Aber eigentlich, wenn das Ding nach unten durchdrückt, hätten wir gute Chancen, dass der Markt nochmal nach unten dreht. Wenn ich jetzt hier Short reinspringe, stehe ich aber gegen einen Aufwärtstrend. Und das ist eine total widersprüchliche Lage. Und auch das ist eine Frage von Disziplin. Die meisten Anfänger möchten mit nach oben gehen, oben abverkaufen und dann wieder Short gehen. Das habe ich mir schon längst abgeschminkt. Ich weiß, Trader gibt es, die machen das, die sind ja einfach super, ich bin es nicht. Und deswegen, ich mache bloß die Dinge, in denen ich gut bin. Und gut bin ich, wenn ich ein gutes Signal habe. Und das wäre hier eigentlich die Trendfortsetzung. Allerdings ist es für mich weit gelaufen. Es ist nur eine Korrektur und es ist sehr, sehr schwankend. Da verzichte ich gerne drauf. Und auf Short gehen habe ich schlichtweg kein Signal. Warum nicht? Ich habe keinen Abwärtstrend. Also, auf den würde ich warten wollen, dann kann man immer noch in den Markt Short gehen. Okay. Ja, ich weigere mich mal wieder standhaft, Jens, ich weiß. Okay, ich gebe zu dir zurück. Extrem viele Fragen zu den Indizes heute. Gehen wir nochmal schnell zurück zum DAO. Ein Teilnehmer fragt noch, wie könnte man jetzt noch in den DAO einsteigen? Wartest du auf eine bestimmte Kerzenformation? Also einsteigen könnte man, indem man einfach reinspringt. Aber ihr wisst, ich mag das nicht. Ja? Das kann man mal gut gehen. Also nochmal das Potenzial, weil, Verzeihung, vorhin der Fragesteller hatte gefragt, welches Potenzial ich sehe. Nun, ich sag mal so, ich habe im Kopf eben meistens die Verläufe zu Hochs und Tiefs, also das Potenzial von dem Trade, aber im Potenzial selber kann man im Voraus nicht bestimmen. Ihr habt vorhin gesehen, ne? Ich dachte, hurra, das Ding zieht los, wenn es keinen Morgen gäbe, stattdessen war hier gar nichts los. Also jetzt langsam zuckelt es sich nach oben. Und wegen Einstieg, also eins ist ganz klar, wenn ich, es kommt darauf an, was derjenige handeln möchte. Wenn er einen Ausbruch handeln möchte, wäre es jetzt schon längst passé. Ja? Ich meine jetzt Ausbruchshandel im markttechnischen Sinn. Nicht Open Range Breakout oder so, solche Geschichten. Wenn er die Bewegung handeln will, kann er eigentlich immer einsteigen, solange sein Risiko passt. Also sprich, wenn er sagt, naja, ich könnte jetzt hier per Trading Stop mitgehen, wobei ich bei der Volatilität bzw. Liquidität des Marktes jetzt hier nicht mit Trading Stops arbeiten würde, dann könnte er theoretisch jetzt hier reinspringen und Stop da drunter legen. So hätte er es ja eh gemacht oder hier hinlegen. Also das sind alles auch Dinge, sag ich mal, die man schön in Ruhe mal durchdenken kann. Ja? Hauptsächlich abgeleitet über das Money Management, über das Wissen über den Trendaufbau, über die Zielausrichtung des eigenen Trades. Und dann kann man sich zum Beispiel Regeln erarbeiten, wie man dann, wenn einem Bewegungen weggelaufen sind, wieder reinspringen kann. Ich habe das früher öfters gemacht, heute mache ich es nicht mehr. Wenn die Bewegung läuft, läuft sie halt, was soll das? Weil ich habe am allerwenigsten Lust, in weit gelaufene Bewegungen reinzuspringen. Wobei hier nochmal, man könnte es versuchen, frei nach dem Motto herkommen, er hat das Potenzial, dass man nach oben geht. Wenn er dann halt abschmiert, muss man damit leben. Im Moment bin ich gut reingekommen, weil ich eben nicht in laufende Bewegungen springen will, sondern aus den Korrekturen kommen möchte. Und der eine oder andere wird es sehen, das war die Korrektur von einem sich ergebenden Trend. So, deswegen bin ich hier nochmal eingestiegen. In Ordnung. Alles klar, Jens, ich gebe zu dir und ja, kommen wir zum guck das Drama hier an. Nasdaq, bitte. Okay, ja, den haben wir hier. Jo, Nasdaq, das ist zum Beispiel gar nicht schlecht. Ja, der steht gerade hier an seinem großen Hoch, aber hallo, man muss jetzt echt gucken. Schade. Also sprich, das große Hoch, hier könnte ein großer Aufwärtstrend entstehen. So, und das ist jetzt genau das Problem. Ne? Der Markt ist mir eigentlich weggelaufen. Wenn ich jetzt reinspringe, kann ich sagen, ja, komm, wenn der darüber kommt, ja, Wahnsinn. Und das ist nur eine Frage, kann ich mir das leisten, ja oder nein? Ja? Beziehungsweise, oder will ich überhaupt verhandeln? Ehrlich gesagt, will ich nicht verhandeln, wenn ich im Dow doch in dem ähnlichen Trade schon drin bin und auch, sage ich mal, eine gute Möglichkeit habe, nach oben zu kommen. Ja. Also ich hoffe, derjenige versteht, was ich meine. Oder versteht ihr, was ich meine? Ich kann niemandem verbieten, jetzt reinzuspringen und Stop drunter zu legen. Das machen viele, weil die sagen, komm, ist doch okay, ich kann mit dem Risiko leben. Aber ich habe eines einfach festgestellt, diese Trades gehen meistens schief. Also will ich es nicht machen, auch wenn der Markt weiterzieht. Ideal ist, der Seed kommt in die Korrektur. Jetzt sieht es anders aus. Dann würde ich gucken, ob ich nicht reinkomme, weil das wäre dann wirklich ein perfekter Verlauf. Ja. Okay. Ich checke nochmal unsere Dow-Position. Ja, gar nicht mal so schlecht. Auf dem größeren Bild, ja, super. Gut getroffen, ja. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob er nach oben durchläuft. Schade, wäre natürlich top, wenn wir jetzt noch unsere ganze Position hätten, aber vorher war das wirklich nicht abzusehen. Und da geht es für mich halt Kapitalschutz vor Gewinn. Ja, ganz, ganz klar. Der Gewinn kommt schon, ja. Wenn der regelmäßig tradet, wenn der weiß, was der macht, und er macht da nichts aus, wenn man ab und zu die Positionen ausdünnt, hinterher ist man eh immer schlauer. Aber das schauen wir uns in Ruhe an. Lass mal schauen, wie spät haben wir es denn? Ja, der geht auf Stundenschluss zu 16 Uhr.
Ich lasse den Stop, wo er ist. Ich lasse ihn, wo er ist. So. Gucken wir mal, was draus wird. Jens, ich gehe wieder zu dir. Der nächste Wunsch macht unser Teilnehmer AUD JPY, australische Dollar, japanische Yen. Den muss ich kurz laden. Moment. Wo ist er? Wo ist er? AUD, da ist er. Kurze Frage in die Runde, liebe Traderinnen, liebe Trader, einfach ins Chat-Tool reinschreiben. War halt jemand dabei bei dem Anstieg nach oben? Könnte jemand gut nutzen? Einfach ja oder nein reinschreiben. Mich interessiert es immer. Da kann ich nämlich sehen, wer die Daytrader sind, ja. Oder die Leute, die neben der Arbeit dann traden. Okay. Super. Ja, die meisten, viele ja. Okay. Voll dabei. Klasse, Gratulation. Okay. Super, herzlichen Dank für die Antworten. Das sind doch viele, ja. Seid ihr alle Daytrader? Habt ihr alle tagsüber Zeit? Oder arbeitet ihr noch und guckt verstohlen aufs Smartphone oder auf dem PC? Vielen Dank, ja. Okay. Ja, wir haben hier den AUD JPY. Auch hier muss ich mich kurz orientieren aufs große Bild. Wir haben ihn ja ab und zu mal angesprochen. Also Aufwärtstrend längere Zeit, hier ist ein Abwärtstrend drin. Das sieht nicht schön aus. Allerdings untergeordnet ein Abwärtstrend, der im Moment in der Korrektur ist, ja. Und natürlich, die Bewegungen sind stark nach oben, aber auch stark nach unten. Typischer Sägezahnmarkt. Ja. So, was kann man machen, wenn ich jetzt runtergehe auf den Tageschart direkt? Natürlich Monsterbewegung, ja. Wow, Hammer. Mein Gut, ich sag nichts dagegen, wenn der eine oder andere gesagt hat, ja, schau mal, hier könnte doch ein Aufwärtstrend entstehen. Ja, spätestens, wenn der darüber kommt. Ich gehe mal long, bin aber vorsichtig, falls der Markt keine Fahrt bekommt. Deswegen kann man auch in so einem Abwärtstrend handeln. Vor allem, je weiter der geht, desto eher macht es ja Sinn, in die Long-Richtung zu traden. Also sehr, sehr schön, aber es tut mir leid, ja, auch hier, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Pips sind da schon gelaufen, ja, schon ein paar, also ehrlich, ja, da jetzt reinspringen und sagen, hurra, schaut mal, wie viel Geld ich jetzt noch machen kann, das ist nichts, das entspricht komplett gegen meine Regel, ja, ich meine, hier läuft eine kleinere Korrektur, man könnte, wenn man lustig ist, versuchen, das Ende dieser Korrektur abzuwarten und dann, sage ich mal, in Scalpmania ein bisschen nach oben zu gehen, ja, wäre eine Idee. Aber dennoch, achtet mal drauf. Es sind fast 300 Pips oder was hier gelaufen, sondern 200, ja, ist da oben dann rumzumachen. Weil die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, dass der Markt plötzlich richtig radikal runterkommt, dass der Markt lange Zeit in die Seite läuft und dann vielleicht nochmal Anlauf nimmt. Und das will ich mir alles nicht mehr geben. Ja. Hier, das Ding, da, was da runterkam, das wäre gar nicht schlecht gewesen. Ja. So eine gute Korrektur. Aber hier oben in der Spitze, bitte, seid mal nicht böse. Ja. Die besten Trades macht ihr auf der Korrektur. Ihr habt einfach mehr Potenzial, das man da rausholen kann. Ja. Das ist Beispiel, wenn jetzt einer vorhin reingesprungen wäre, wenn wir es besprochen haben. Jetzt hat er noch ein paar Punkte. Wenn er Pech hat, kriegt er erstmal die Korrektur und er kommt wieder ins Minus. Nochmal, ist immer eine Frage der mentalen Aufstellung. Manche Leute sagen, ist doch völlig okay, damit kann ich gut leben, Jochen. Geht halt ins Minus und kommt wieder hoch. Gut. Ich selber mag das nicht. Wenn ich mal einen guten Trade habe, habe ich eigentlich wenig Lust, die Korrektur in der Gänze abzuwarten. Ne? Ihr kennt mich. Deswegen, ich hätte hier vorher noch einen abstoßen sollen. Aber schauen wir mal, ob der zum Stundenschluss vielleicht doch es nicht schafft, über das All-Time-High zu gehen. Das ist ja echt ein Fest, das wäre super. Ein historischer Moment, ja, hier im Webinar. Okay, Jens, ich gebe es zurück zu dir. Der nächste Wunsch mag der Teilnehmer USD-CAD, US-Dollar, kanadische Dollar. Mhm. Ja. Da tut sich auch was. Wir gucken dir nochmal vom großen Bild nochmal an. Hier Aufwärtstrend, eine richtige Wahnsinnsausdehnung, jetzt kommt eine Korrektur runter. Hat auch den Trend gebrochen, meines Erachtens. Wenn man auf einem ganz großen Bild ausgeht, ist immer trendlos. Ja, und hier sieht es nicht gut aus. Noch haben wir keinen Aufwärtstrend, wir haben aber noch auch keinen Abwärtstrend. Also auch wenn es ein Monatschart ist und jeder sagt, ja, was willst du denn, wenn du auf einem 5-Minuten-Chart rummachst, für mich ist es wichtig. Ja? Ich habe eigentlich keine übereinstimmende Trendgröße. Hier hatte ich eine übereinstimmende Trendgröße, da nicht. Und hier habe ich gut Geld verdient und hier verdiene ich in der Regel nicht gut Geld. Einer der Hauptfehler aller Trader, die am Anfang stehen, sie traden einfach in Märkten, wo das Bild nicht passt. Ja? Weil man irgendwie den Drang hat zu traden, weil man natürlich Geld verdienen will und meistens, wenn man Verluste hat, leidet man umso mehr und entwickelt Aktionismus. Gut, hier ist eine Chance im Markt, dass der eventuell ein Aufwärtstrend gebiert. Allerdings muss er erst über das Hoch kommen. Ja. Übergeordnet trendlos, ihr wisst,
kann also nochmal locker nach unten auch geprügelt werden, wenn er durch die Tiefs geht. Ich weiß, es ist so eine Lapidaranalyse, gell? Ja, wenn er durch die Hochs geht, haben wir einen Aufwärtstrend, wenn er durch die Tiefs geht, haben wir einen Abwärtstrend. Aber jetzt ist es gerade in dem Moment, ja. Also sprich, wenn ich jetzt hier beherzt traden möchte, habe ich eigentlich nichts, wo ich sagen kann, oh ja, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass auch größere Jungs plötzlich im Markt auftauchen und vielleicht die eine oder andere Richtung bevorzugen werden. Das habe ich hier nicht. Somit fällt es mir schon, sagen wir mal, schwer, den Markt als super duper einzuwerten. Allerdings ist der beobachtungswürdig. Ja. Gut, auf der Stunde, was sehen wir? Längere Zeit schöner Aufwärtstrend, ist gebrochen. Wir sind trendlos im Moment. Nein, in Ordnung. Zurück zu unserem Dow-Trade. Den möchte ich immer mal wieder checken. Da fragt auch ein Teilnehmer, jetzt korrigiert der Dow etwas. Steigt man jetzt ein? Noch nicht. Lass mich mal sehen. Wobei auf der Minute könnte man es wagen. Ja. Noch nicht. Also angenommen, ich wäre jetzt nicht in dem Trade. Übrigens eine große mentale Herausforderung, dass man als Trader sich sagt, auch also wenn man gar keinen Trade hat, dass man sich vorstellt, wie wäre es eigentlich, wenn ich in dem Trade drin wäre. So. Wenn ich in einem Trade drin wäre, so wie ich es jetzt bin, sehe ich im Moment, dass die Korrektur läuft. Ja. Wenn ich keinen Trade hätte und einen Einstieg suchen würde, wäre es mir am liebsten, das Ding kommt tiefer hierhin oder nochmal hierhin. So, dann könnte man nochmal eine Position dazu nehmen. Das würde ich sogar machen, dass wir einen aufstocken. Wobei das ein bisschen riskant ist gerade, ja, mit der Aufstockerei in so einem weit gelaufenen Teil, was dazu noch von der Hauptkampfzone liegt, da stocke ich nicht gern auf. Aber das ist ja alles relativ gut gelaufen. Dann kommen wir gut damit zurecht. So, also wenn der Kurs sich hier hält, wenn der nicht weiter rutschen will, könnte man sich überlegen, ob man nicht einen Einstieg long macht, ja, hier aus der Mini-Korrektur heraus. Aber das Liebste wäre mir, der rutscht noch ein bisschen. Dazu schaue ich mal den 1-Minuten-Chart an. Der ist jetzt aussagekräftiger als vorher. So, müssen wir mal gucken. Also ihr erkennt schon, ne? Guck mal, wir haben, das ist so unglaublich, das war früher nie der Fall. Wir haben echt ständig Lücken. Ja, in der Kursstellung. Somit macht der 1-Minuten-Chart eigentlich fast überhaupt keinen Sinn. Wenn ich jetzt sage, oh, ist das jetzt ein Aufwärtstrend oder ein Abwärtstrend, das hat gar keine Aussagekraft. Deswegen war ich vorhin auf der höheren Zeit und halt unterwegs und bleibe auch bei der. Ich bleibe auf dem 5er. Schauen wir es uns an. Okay, Jens, ich gebe zu dir und ich denke, wir gucken da immer wieder hin, ne, was der Trade macht. Du hast vorhin erwähnt, übereinstimmende Trendgröße. Was meinst du damit? Kannst du es nochmal erklären, bittet ein Teilnehmer. Kann ich leider nicht erklären, weil ich dazu das Verständnis desjenigen brauche, dass er den Unterschied zwischen Zeitanhalten und Trendgrößen kennt. Ich weiß, es nervt viele Leute, weil ich dann immer wieder sage, auf meinem Seminar brauche ich da 2 Tage für. Ja, aber es ist wirklich so, wir haben einen ganzen Tag auf einem Seminar, wo es um die Herleitung dieser Geschichte geht. Es bringt nichts, jemandem zu sagen, du guck mal, das sind Trendgrößen, das sind die Zeitanhalten. Das macht keinen Sinn. Man muss es verstehen. Und aus diesem Grunde, ich sage mal so, er soll sich einfach zurückschrauben auf den Begriff Zeiteinheiten, wenn ich die Zeiteinheiten in Übereinstimmung habe. Ja, also sprich, wenn ich auf der Stunde einen Aufwärtstrend habe, wenn ich auf 5 Minuten einen Aufwärtstrend habe, dann ist es, sage ich mal, eine bessere Situation, wenn ich auf der Stunde einen Abwärtstrend habe, aber auf der Minute einen Aufwärtstrend. Ja, einfach diese Übereinstimmung der Trendausformung, Bewegung und Korrektur, das meinte ich damit. Sorry, die Zeit reicht nicht, dass ich das so erklären kann, dass es einfach mal sitzt und Sinn macht. Kommt alle auf mein Seminar, macht mich reich. Nein, Blödsinn, es sind eh nur 10 Leute dabei. Viele Plätze sind schon gebucht und bei 10 oder 12 mache ich eh Schluss. Das sind für die wirklich ernsthaft damit arbeiten wollen, verweise ich darauf. Nochmal, ich kann es ja nicht machen, außer Jens macht mal ein super duper Special-Webinar für 5 Stunden oder sowas. Dann kann man es in Ruhe mal erklären, aber hier reicht die Zeit einfach nicht. Okay, sorry, ich gebe zu dir, Jens. Hast du Lieblingssignale? Welche Signale sind deine Lieblingssignale? Fragt ein Teilnehmer. Eigentlich nicht. Ich habe weder Lieblingsmärkte noch Lieblingssignale. Wobei ich schon sagen muss, es gibt so ein paar Teile, auf die achte ich. Ja, aber nochmal, das Signal ist ja das eine. Die Verortung ist das andere. Deswegen kann ich eigentlich sagen, oh, ich habe ein Lieblingssignal, sondern ich kann bloß sagen, ich habe eine bevorzugte Kursausformung, die aber in einem Zusammenhang stehen muss, dass ich sage, hurra, jetzt macht es Sinn. Ja. Eins meiner liebsten Teile ist einfach, was weiß ich, ihr habt einen Anstieg und es kommen kleinere Korrekturkerzen. Ja, wie ich das erkläre, ist völlig falsch.
Das könnt ihr überall nachlesen, bei allen Großmeistern auf YouTube. Also die Candlestick-Patterns, das ist völlig sinnfrei. Aber ich mache es jetzt einfach mal, um denjenigen eine Antwort zu geben. Also diese Three Rising Methods heißt es, das mag ich sehr. Aber nochmal, wenn die im Zusammenhang nicht passen, ist das völlig sinnlos. Ja. Aber das mag ich sehr. Ja. Auf das achte ich. Ansonsten muss ich sagen, das Liebste ist mir einfach, ich habe eine Korrektur. Ja. Also eine Bewegung, die eine halbwegs gute Korrektur hinlegt, das muss man auch wissen, was ist eine Korrektur? Ist das eine Korrektur oder ist aber eine Range? Ja, und solche Geschichten. Und dann kaufe ich manchmal auch in den fallenden Markt einfach Market rein, ja, an bestimmten Stellen, ohne dass jetzt über eine super, super Signalausformung da wäre. Aber nochmal, es hängt immer von der Situation ab, es hängt immer davon ab, wie der Markt ausgerichtet ist. Bitte verstehe mich nicht miss, ich möchte gern beantworten. Aber diejenigen von euch, die länger dabei sind, wissen, wenn ihr euch mal den Gedanken macht, jemanden zu erklären, der jetzt nicht die Arbeit macht, erklärt es ihm mal. Und ihr werdet merken, es gibt da Grenzen. Man kann einfach nicht immer sagen, ja, das ist ein Top-Signal, nimm das, das klappt immer, das klappt so nicht. Ja. Und deswegen bitte ich denjenigen um Verständnis, dass ich da ein bisschen um den heißen Brei rumrede. Okay, so, ich schaue mir das hier, das Gezuckel mal an. Okay, wir gehen jetzt auf den Stundenschluss. Ich nehme einen dazu. Einen dazu nehme ich. Also, bin jetzt der Meinung, dass das hier eine kleine Korrektur ist, die hier hochziehen könnte. Das wäre top, wenn der Markt das macht. Und dazu braucht es Geschwindigkeit, die der Markt aber gar nicht bringt, all die Zeit. Und das ist für mich oft ein Problem, wenn ich also so Aufstocker nehme oder generell trade, ich mag schnelle Bewegungen. Oft genug haben die Märkte diese Bewegungen überhaupt nicht mehr. Somit habe ich Haltedauern, die eigentlich über meine Toleranzgrenze hinausgehen. Und deswegen, ich neige dann dazu, wenn der nicht irgendwie Momentum entwickelt, ja, die hinzugenommene Position sofort zu schließen. Der Löwenanteil des Gewinnes, den habe ich. Passieren kann mir hier nichts mehr. Aber dennoch würde ich zumachen, wenn der unter das Tief herfällt. Ja. Gut. Deswegen habe ich hier den Finger auf dem Abzug. Schauen wir mal. Also halt, in dem Moment muss ich den Stop etwas zurücknehmen. Halt. Nee, Quatsch. Die hinzugenommene bleibt der Stop, wo er liegt. Sorry. Ich habe das gerade verwechselt. Hier unten liegt ja von der Hauptposition der Stop. In Ordnung. Jens, ich gebe zu dir die letzten Minuten hier. Tja, ganz überraschend. Gold hatten wir noch gar nicht. Kommen wir zu Gold. Joi, natürlich. Und da hatte ich ja gesagt, ja, strong long und immer long gehen, schön, ja, hier, große Bewegung, habe aber extra drauf verwiesen, ich bin so froh, dass ich es mache, dass ich gesagt habe, weit gelaufen, long, jederzeit, im kurzfristigen Bereich, schön mit dem Risiko arbeiten, aber eines sollte nicht passieren, dass der doch markante Tiefs rutscht. Markantes Tiefe hier unten für mich, bei der 13,30, 13,40 ungefähr, Moment, ich muss es messen. Hier, wo ist das? 13,33. Also im Moment macht der Markt für mich nur eine Korrektur, ja. Was hier runterkommt, ist nur eine Korrektur. Der kann sich nochmal fangen und ziehen. Wenn er unter das Tief rutscht, würde ich von Long-Engagements vorerst Abstand nehmen. Und ihr wisst, das kann sich stündlich ändern, ja. Wenn der Markt wieder zieht, kann man wieder Long gehen. Aber ich bin hier nach wie vor auf der Long-Richtung zu finden. Was schaut es euch an auf dem größeren Bild? Wenn man Aufwärtstrend, den frischen, der geht gerade in die Korrektur. Bietet also Top-Chancen, wenn der noch tiefer kommt, dass man wieder long geht. Die Frage ist halt, wann ist die Korrektur beendet? Und das ist immer das, was man eben beobachten sollte. Ja. Aber im Moment würde ich jetzt hier nicht long reingehen wollen. Schaut mal, wir haben hier einen kleinen Abwärtstrend drin. Wenn der noch ein bisschen tiefer rutscht, vielleicht in diesem Bereich, ist mal ganz interessant zu sehen, was er macht. Also wenn er durchrutscht, wie schon vorhin erwähnt, würde ich vorsichtig sein, nicht jetzt long reinspringen, wie blöde. Wenn er abprallt und sich wieder fängt, okay, würde ich auch beobachten und gucken, ob man da nicht reinkommen kann. So, ich habe einen Kontrakt hinzugenommen im Dow und springe in anderen Märkten rum. Das ist sträflich. Ja, so. Und hier nehme ich noch einen dazu. Die Stelle ist einfach prädestiniert dafür. Einen bin ich jetzt rausgeflogen. Dennoch, an die Stelle, die ist klasse. Ich meinte ja vorhin, der darf gerne runterkommen. Hier ran. Hier würde ich definitiv versuchen, wieder einzusteigen. Also muss ich ihn wieder Einstieg machen. Ja. Ist jetzt unglücklich gelaufen. Der eine, ein Vollausstopper und ich nehme nochmal einen dazu. Ja. Hier unten die ursprüngliche Position, viel verloren haben wir nicht. Und wenn der Markt jetzt doch noch ziehen könnte und die Chance ist noch da, na, schauen wir mal, ob wir nicht mit nach oben gehen können. Okay. Jens, ich gebe zu dir. Ja, wir haben es 15.58 Uhr. Ich sage schon mal Tschüss, bye bye. Das nächste Webinar gibt es morgen 8.30 Uhr. Guten Morgen DAX und natürlich dann auch um 10 Uhr, Punkt 10, wenn Sie denn möchten. Also Trading-Webinare, ganz, ganz viele, über 10 die Woche, um einfach Trading-Ideen zu bekommen oder gemeinsam den Markt anzuschauen und zu analysieren. Grüße aus Berlin. Wenige Stunden später zum nochmal anhören oder an Freunde, Bekannte empfehlen, die sich auch für die Börse interessieren, auf unserem YouTube-Kanal.
Machen Sie es gut, schöne Sommerzeit auch, falls Sie noch Urlaub haben und Schlusswort vom Jochen für heute. Danke, Jens. Ja, auch an Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich sitze hier und ich hasse diesen Stillstandsmarkt zu sehen. Aber auch die Hinzunahme von dem Kontrakt, nun ja, war schon ein bisschen jetzt frech. Auf der anderen Seite, viel passieren kann nicht. Ja. Das Konto liegt vorne. Wenn man da jetzt einen Kontrakt verliert mit 10 Punkte oder 20 Punkte und noch einen verliert, das macht den Kohl nicht fett. Ja, da braucht man nicht nervös werden. Ideal wäre es halt, der Markt zieht hoch und macht auf dem kleinsten Trend, dass es nur eine Korrektur ist, die sich fängt. Das wäre der Idealzustand. Wenn das Ding runterrutscht, ist nicht viel verloren. Deswegen, ich lasse es jetzt hier so. Man hätte vorhin vielleicht noch einen nehmen können auf dem Weg da oben. Aber ich sage es nochmal, hinterher ist man immer schlauer. Und von dem her gesehen, ich hoffe, Ihnen hat es Spaß gemacht, das Webinar. Ich fand es ein gutes Webinar. Wir haben eine tolle historische Chance hier drin. Und würde mich freuen, wenn wir uns am Donnerstagmorgen um 10 Uhr wieder hören. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Erfolg im Markt und halten Sie Ihr Pulver trocken. Sie wissen, die Verluste sind es, ne? Nicht die Gewinne, die Verluste sind es, die Sie erfolgreich machen. Oder die Verlustkontrolle, besser gesagt. Machen Sie es gut, Jochen Schmidt. Ciao.